Also der häufigste Fehler ist meistens zu feucht mischen oder Wasserschäden. Gießbaum, Blumentopf übergelaufen, nicht gemerkt, nicht weggewischt. Das Parkett fängt dann das Quellen an, wird verfärbt, also meistens grau. Und man sieht halt dann meistens den Topfrand von Blumenuntersetzer oder Gießbaumständer. Meistens wäre es dann ideal, wenn Sie den Boden mal holen würden, weil wir halt dann dementsprechend behandeln könnten oder halt abschleifen. Dann ist der Boden wie neu danach. Wenn Sie auch ein Bodenprojekt hätten, würden wir uns freuen, wenn Sie sich bei uns melden würden.